Ich habe wieder meinen Gast bei mir, Simon Holdener, der Inhaber dieses Fitnesszentrums Pure Fitness in Bern. Heute wollen wir das Thema besprechen vor dem Wettkampf oder dem Training. Was kann man tun, um optimal vorbereitet zu sein? Vielen Dank, Simon. Es ist immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Danke dir, Heinz. Was machst du persönlich vor einem intensiven Training? Also, ich bin natürlich nicht mehr Profiathlet und mache nur noch alles zum Spaß. Aber du siehst so aus. Ja, natürlich versuche ich vor dem Wettkampf natürlich meinen Fitnessstand versuche ich zu erhalten und dann natürlich, dass ich genügend Mikronährstoffe, aber auch einfach genügend Kohlenhydrate und Kalorien, dass das Muskelglykogen gefüllt ist, dass ich auch arbeitsleistungsfähig bin. Und ich denke grundsätzlich eben, es ist sicher eine komplexe Frage, was muss man machen, dass man leistungsfähig also, ist? Oder? Werden wir konkret. Deine Eishockey-Spieler, diese Profispieler von Fribourg-Gottéron, was machen die? Aufwärmtraining vor dem Spiel. Wie sieht das aus konkret? Also für sie ist sicher direkt vor dem Spiel ist nur noch Aktivierung, neuronale Aktivierung, gutes Aufwärmen. Und da ist direkt vor dem Spiel, oder da ist dann nicht. Wie lange dauert das? Also direkt vor dem Spiel, würde ich sagen, das 20 Minuten vor dem Spiel ist noch auf dem Eis, Warm-up auf dem Eis. Zuvor, 2 Stunden vor Spiel, ist Aufwärmprogramm, also ohne Schlittschuhe natürlich, mit viel Mobilität, Stabilität, neuronale Aktivierung, Gleichgewichtsübungen, auch leichte Kraftübungen, Schnelligkeit, Explosivitätsübungen und in der Supplementierung auch vielleicht noch die letzten Supplemente zu sich nehmen, 2 Stunden, 1 Stunde vor dem Spiel. Also das heißt, ein Aufwärmtraining dauert fast so lange wie das Spiel? Nein, schon nicht, das schon nicht. Aber es hat halt gewisse Abläufe. Oder es ist 2 Stunden vor dem Spiel ist vielleicht zuerst ganz locker. Spielen Sie etwas mit den Bällen oder mit dem Fußball oder jonglieren. Und dann gehen Sie vielleicht nochmals in die Garderobe, nehmen noch einen Kaffee. Klar, wir wissen natürlich für jetzt im Eishockey, für die, oder generell für die Konzentrationsfähigkeit ist sicher Koffein förderlich, ein gewisses Maß an Koffein. Es gibt sicher auch wieder negative Aspekte, aber rein für die Leistungs Bereitschaft wäre sicherlich. Wie sieht das denn aus bei einem Auswärtsspiel? Das ist vielleicht eine 3-stündige Busfahrt. Hat man da noch Zeit, sich richtig aufzuwärmen? Ist man so früh schon am Ort? Grundsätzlich ist sicher das Ziel, zwei bis 1,5 Stunden vor Start sollte man dort sein und dann beginnen diese Ablaufrituale oder eben auch diese Vorbereitungen. Oft sind sie auch individualisiert. Aber es gibt sicher Teile, die sind für alle gleich, eben vor allem eben Stabilität, Mobilität, neuronale Aktivierung, dynamische Stretching oder Beweglichkeitsteile, dann eben Supplemente, da kommen noch Aminosäuren und kommt vielleicht eben noch ein Kohlenhydratshake oder eben Glykogen-Gels oder eben Koffeinshots, was auch da dann eben dazukommt und dann auf Wärmteil auf dem Eis. Da geht es ja mehr um das Stockgefühl, Scheibengefühl und dann beginnt es ja. Gut, das ist das Programm von Profi-Eishockey-Spielern. Jetzt sagen wir mal, ich komme zu dir, ich möchte hier ein Training machen. Wie sieht das aus? Ganz für mich als Hobbysportler, wie soll ich mich am besten jetzt aufwärmen hier, bevor ich richtig loslasse. Also grundsätzlich versuchen wir mit allen jetzt Kunden oder Athleten oder eben auch privaten Personen, die fit werden wollen, eine saubere Anamnese zu machen. Was haben sie für Defizit, wo haben sie Verkürzung, wo haben sie Schmerzen, eben auch Behinderungen oder Einschränkungen. Und es ist ja dann relativ oft einfach runterzubrechen. Die Männer sind in der Regel
haben nicht so ein Manko an Kraft, sondern sie haben ein Mobilitätsproblem, sind immobil, sind nicht so beweglich. Und Frauen haben oft eine bessere Beweglichkeit, aber oft ein Kraftproblem oder auch Stabilitäts- und Kraftproblem. Und deshalb ist dann sicher so, versuchen wir das individuell auf die Kunden ja, maßzuschneiden. Aber wir würden sicher sagen, jetzt, wenn du sagst aufwärmen, wäre es dann, dass wir wirklich versuchen, dass sehr viele Range of Motion, Bewegungsradius, Beweglichkeit eigentlich zu fördern. Muss man vorher dehnen? Also das ist sicher nicht ein entscheidender Erfolgsfaktor ist auch wieder völlig unterschiedlich. Wenn wir jetzt rhythmische Sportgymnastik haben, ja, dann muss sie zwingend dehnen. Ja. Wenn wir einen Marathonläufer haben, gibt es solche, die dehnen überhaupt nicht. Grundsätzlich bin ich aber ein Befürworter eben von faszialen Strukturen einfach weich machen und dynamische Dehnpositionen einzunehmen vor der Bewegung oder dass einfach eben diese Verkürzung oder Fehlhaltungen einfach immer wieder auch gezielt angesteuert wird oder werden. Und gerade jetzt die Menschen, die nicht Profiathleten sind oder einfach nur einfach fit sein wollen, die haben sehr oft viel zu wenig Fokus auf ihre Beweglichkeit, ihre Mobilität und deshalb empfehle ich ein Dehnprogramm sehr. Ja, das kann man bei euch lernen. Ja, absolut. Das hängt dann von der Sportart ab. Grundsätzlich ist sicher Sportart abhängig, wo eben auch Mobilität gefragt oder Stabilität gefragt ist. Irgendwie immer im Zusammenspiel Stabilität, Mobilität. Und aber bei Nichtathleten denke ich, ist einfach die großen Bewegungsketten, vordere Kette, hintere Kette, Brust, Rücken, dann Rumpfbereich oder Hüftbereich, die dann oft verkürzt sind, Gesäß, Verkürzung da sind, ist klar, halt oft durch diese sitzende Haltung, einfallende Position, da muss auch wieder etwas. Ja, das ist klar, da muss man einfach vielen Leuten sagen, schau, es geht nicht nur um das Kräftigen, es geht eben auch um die Stabilität oder um die Mobilität. Und ich nehme immer sehr gerne das Beispiel, er ist nicht mehr aktiv, aber Usain Bolt als Sprinter. Ja. Wenn der seine Beine so bewegen könnte, könnte er nie so schnell sprinten. Also er muss ja extrem mobil sein, mehr als meine Finger, dass er überhaupt so schnell laufen kann. Also es ist auch wieder eigentlich ein Erfolgsfaktor, oder seine Beweglichkeit. Und beim Profiathlet, beim Eishockeyspieler oder beim Fußballspieler, die müssen sehr, sehr beweglich sein. Ja. Okay. Sollten sehr, sehr beweglich sein, sonst ist es wieder ein limitierender Faktor. Ja. Wann soll man, oder wie und wann soll man sich ernähren vor einem Wettkampf, ein intensiver Wettkampf oder ein Marathonlauf? Was soll man vorher essen und wie viel vorher? Also jetzt solche Athleten, die natürlich vielleicht schon mehrere Marathons gelaufen sind oder Ausdauerläufe, die wissen ja, die haben Erfahrungen gemacht, wann ihre Glykogenspeicher oder eben ihre Energie in der Muskulatur schwindet und was sie anders machen müssen oder haben sie zu viel gegessen, stößt es auf, haben sie Blähungen. Das denke ich, das ist auch sehr individuell und was sie sicher nicht sollten, Experimente machen vor dem Wettkampf. Es muss im Training geübt sein, welche Supplemente, welche Energieriegel, was auch immer, Banane, schwarze Schokolade oder Glykogen-Gels. Aber klar, wir wissen, wenn die Glykogenspeicher, also die Energieversorgung in den Muskelzellen nicht mehr da ist, dann gibt es einen brutalen Leistungsabfall und bis das so weit, dass man nur noch und dann ist es zu spät oder dann hat man natürlich den Wettkampf verloren. Ja. Viele Sportler sind nervös vor einem Wettkampf. Kann man da etwas machen oder sich? Oder ist das nur mental? Ich denke jetzt gerade so im Breitensport, wenn man nicht viele Läufe hat oder jetzt vor allem halt im Ausdauerbereich, da, da,
da, wenn man nervös ist und dann Parasympathikus, Sympathikus schon reagiert und dann mit Durchfall und so weiter, und gibt Blähung. Also das muss man einfach alles sehr gut im Training auch üben. Mhm. Und dann, wenn man zum ersten Mal einen Wettkampf macht, dann ist sicher so, man muss dort einfach auch diesen Lernprozess machen. Wie viel verträgt es jetzt von Energiezunahme oder von Essen? Was noch gut ist, wo ich mich noch wohlfühle. Aber es ist auch bei den Profis, da gibt es immer wieder, haben sie zu viel genommen oder falsch genommen und sie haben Blähungen im Wettkampf oder eben zu wenig genommen, haben bekommen eine Unterzuckerung. Mhm. Und das muss man einfach auch lernen und Erfahrungen daraus ziehen. Ich habe schon mal gehört von meinen Fußballclubs, dass den Spielern Imodium verabreicht wird vor den wichtigen Spielen, eben weil die Nervosität kann Durchfall auslösen und um das zu verhindern. Weil ich habe wirklich noch nie gesehen, dass ein Spieler während des Spiels zur Toilette musste. Ja, das kann ich verstehen, dass man das macht. Also ist das üblich? Also bei uns ist es nicht so, dass wir, also es könnte sein, dass vereinzelt mal etwas genommen wird, aber grundsätzlich wäre es natürlich schon wichtig, dass man das anders in den Griff bekommt, als dann einfach diese Symptombehandlung Imodium und Darm völlig kalt stellen. Aber grundsätzlich ist natürlich schon so, die Schäls und alles sehr auf einem sauren Milieu natürlich eigentlich nicht gut. Oder? Mhm. Aber es ist klar, für die Leistung im Sport ist das halt irgendwo unabdingbar. Ja. Und deshalb ich finde es wichtig, dass die Athleten selber auch lernen, was ist gut für mich, was ist, und dann natürlich 6 Stunden vorher sehr gut gute Mahlzeiten, hochqualitativ und eigentlich so. Also 6 Stunden vorher? Ja, oder noch mehr. Oder noch mehr. Ja. Und dann bis zum Wettkampf nichts mehr? Oder nur noch kleine Sachen. Eben, ist auch wieder individuell, aber ob es dann noch irgendwie eben halt auch wieder etwas Crackers oder Böhr oder irgendwie Banane oder schwarze Schokolade oder kleine Dinge oder einfach die dann. Und wie steht es mit Trinken? Macht das Sinn, kurz vor dem Wettkampf nochmals einen halben Liter zu trinken? Kommt auch wieder darauf an, wenn es jetzt wenn's Laufen ist, wenn du als Läufer und du hast sehr viel getrunken direkt vorher, dann kann es auch wieder leistungshemmend sein oder beeinflussend. Aber klar, wir können nicht dehydriert sein. Wir wissen ja, eine Dehydration gibt einen brutalen Leistungsabfall. Also wir brauchen aber das Gegenteil doch auch, oder? Hat man nicht die Trinkmenge reduziert gegenüber früher? Ich meinte, man hat sie etwas reduziert, weil man es gibt ja diese Studien, wo sie auch im amerikanischen Militär das so hoch eigentlich, dann konnte man ja auch feststellen, dass sie fast eine Wasservergiftung bekommen, Eben. Oder Mineralstoffmangel dann, genau, oder? Dass dann genauso auch gefährlich sein kann wie eine Dehydrierung. Deshalb geben wir immer. Also gibt es da eine Faustregel jetzt bei euch, wie viel man oder so pro Stunde oder pro Halbstunde zu sich nehmen soll? Ich weiß es jetzt nicht gerade auswendig, aber wie viel Milliliter pro Körpergewicht, pro Leistung. Mhm. Aber grundsätzlich sicher viel. Aber wir versuchen natürlich einfach immer die Supplemente dazu zu geben. Mhm. Natürlich auch isotonisches oder eben halt Salze, vor allem Magnesium. Salze auch, um das auszugleichen. Ja. Gibt es nun, jetzt sind wir wieder bei den Mikronährstoffen, oder? Was empfiehlst du vor dem Wettkampf oder vor einem intensiven Training? Was soll man nehmen, um wirklich eine gute Leistung zu erreichen? Ja, also natürlich Aminosäuren, die sehr, sehr zentral sind. Eine gute Magnesiumversorgung und Aronia-Shots, NADHs, die sehr zentral sind. Und für eine Hochintensität wie im Eishockey wäre sicher auch direkt vor dem Spiel, es sind halt Koffeinshots schon auch zielführend. Also was heißt das? Red Bull?
Nein, es gibt auch, also ich bin mehr für natürlich einfach Kaffee. Zwei, drei Espresso. Ja. Und klar, es gibt auch solche, die nehmen Shots von 200 Milligramm Koffein. Mhm. Aber wäre jetzt, muss man auch sich da irgendwo hintasten, wäre für mich jetzt zu viel. So 70 reichen. Aber ich würde sagen, da gibt es genügend Evidenz, dass es leistungssteigend ist. Spielt es jetzt eine Rolle, ob jemand ein Sprinter ist oder ein Marathonläufer? Für die Vorbereitungen, was er zu sich nehmen soll? Absolut. Ich denke, der Sprinter muss sicher nicht so explizit seine Glykogenspeicher füllen. Er muss sicher mehr schauen, dass die direkte ATP-Versorgung, dass er da alles gemacht hat. Und der Marathonläufer muss wohl eher schauen, dass er immer seine Glykogenspeicher hochhalten kann. Ja. Heute sind ja diese Gels werden angewandt, oder? Weil, kannst du da was dazu sagen? Haben die eine viel schnellere Aufnahme zur Folge, als wenn man einen Riegel isst, den ja dann verdaut werden muss? Und das braucht dann Zeit, bis das im Muskel ankommt. Und diese Gels, gibt es da Unterlagen, dass die sehr schnell dann zur Verfügung stehen? Also, ja, so wie es der Hersteller sagt, sind sie schon sehr schnell verfügbar. Und ich sehe natürlich, was man damit verfolgen will. Und es ist natürlich wichtig, dass das Glykogen sehr rasch verfügbar ist. Aber was mich eben etwas stört, dass in dieser ganzen Diskussion eben das saure und basische Milieu völlig vergessen wird. Und wir sind ja im Sport schon sehr, sehr oft immer in einem sauren Milieu und unterstützen es nochmals einmal mit der Laktatproduktion auch und mit dem Stress und mit dem hormonellen Stress auch nochmal. Und daneben ist eigentlich für den Magen und grundsätzlich für den Organismus nicht sehr sinnvoll, oder immer diese Übersäuerung. Und klar, die Glykogen-Gels erzielen ihren Zweck, dass Energie verfügbar ist, aber bezüglich Übersäuerung und dann mühsamen chronischen Gelenkbelastungen und Entzündungen sind dann Folgeerscheinungen oft oder Magenprobleme aus dem heraus. Ja, also die perfekte Lösung hast du auch nicht. Die perfekte Lösung ist sicher immer wieder eine Kombination, natürlich was auch gefordert ist und der Athlet einfach muss, weil es halt eben, weil er sonst nicht leistungsfähig ist, aber dann mit einem guten Wissen und einer sehr guten, ausgewogenen Grundversorgung, eben auch von der Nahrungszunahme und der Vitalstoff- und Lebensmittelzunahme. Das muss in einer guten Kombination sein. Eben die ausgewogene, gesunde Ernährung muss irgendwie immer als Basis vorhanden sein. Okay, ich hoffe, das war informativ für dich, wenn du da zugeschaut hast. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Simon, für das Toll, mit dir als Fachmann über solche Dinge sprechen zu dürfen. Danke dir.